Der Linken? Ja, hallo Jörg. Oh, hallo Werner. Was kann ich für dich tun? Was hast du auf dem Herzen? Sag mal, mich hat eben eine Mutter gefragt, wann es denn endlich losgeht mit dem neuen Spielplatz im Nonnenbusch. Ihr habt doch kürzlich in der Spielplatzkommission beschlossen, dass der dieses Jahr neu saniert und wieder aufgebaut wird, oder? Oh ja, ist richtig, genau, das haben wir beschlossen. Ja, auch, dass wir mit den Kindern und den Eltern vom Nonnenbusch das zusammen machen und die einladen. Aber ja, im Moment ist das relativ schwierig wegen des Coronas. Also ich weiß nicht, im Moment ist das eher blöd. Aber das kann man vielleicht diesmal ganz anders machen. Heutzutage macht man doch alles mit YouTube und Co., mit Facebook. Was meinst du, kriegen wir das auch bei diesem Thema hin? Oh, das ist echt eine gute Idee. Also ich könnte mir auch schon vorstellen, dass ich weiß, wer uns da unterstützen könnte. Das Team von Marki Mobil hat uns ja an der Stelle schon öfter mal geholfen und der Lucy fällt eigentlich immer was Gutes ein, wenn es um Kinder geht. Vielleicht sollten wir da mal nachfragen. Das stimmt. Weißt du was? Ich rufe jetzt mal die Lucy direkt an und dann frage ich sie einfach. Ganz bestimmt weiß sie Rat und wird uns helfen. Alles klar, Jörg. Danke. Tschüss. Ich bin Lucy von Marki Mobil. Und wir kommen nicht nur zu euren Schulhöfen oder Spielplätzen, sondern wir helfen auch der Stadt Mahl dabei, neue Spielplätze zu gestalten und euch dafür zu befragen. Also kommt mal mit, wir schauen uns das mal an. Die Spielfläche an, die nun neu gestaltet werden soll. Wir gehen am besten mal in Richtung Spielplatz und schauen uns die ganze Fläche an. Wenn man hier sieht, ist schon mal eine riesengroße Fläche, auf der man super Fußball spielen kann. So haben wir mehr Platz auf dem Spielplatz. Kommt mit! So, nun gehen wir einmal die Spielfläche, die neu gestaltet werden soll. Hierfür treffen wir uns mit zwei Experten, die sich gleich selber vorstellen werden. Hallo, das Marki Mobil ist da. Hallo, hallo. Was passiert denn hier? Ja, wir sind von der Stadt. Mein Name ist Thomas Räum und wir möchten diesen Spielplatz hier neu gestalten. Den Spielplatz am großen Grunde. Das ist ja eine tolle Sache auf jeden Fall. Hier ist ja nicht mehr viel zum Spielen. Das ist richtig und genau deshalb haben wir schon mal ein Plänchen dabei und wir wollen versuchen, nette Ideen zu sammeln und hier einen neuen Spielplatz zu bauen. Sehr schön. Sollen wir das Feld vielleicht einmal ablaufen? Das machen wir, na klar. Ja, mein Name ist David Breukmann, ich bin auch von der Stadt Mahl und ich beschäftige mich hier um die Spielplatzplanung. Und jetzt sind wir schon an einem Tunnelbauwerk, was zu einer ehemaligen Rollschuhbahn gehört. Leider ist das Tunnelbauwerk kaputt und muss abgebaut werden. Und an dieser Stelle könnten halt schöne neue Spielmöglichkeiten entstehen. Viele Sachen sind möglich, vielleicht eine Hängebrücke oder Klettermöglichkeiten am Wall. Da suchen wir praktisch noch nach den richtigen Ideen. Diese Ideen könnten dann natürlich von euch kommen. Darum sind wir jetzt hier. Wir gehen jetzt mal weiter und schauen uns den Rest des Geländes an. Thank you.
wir sind jetzt auf der anderen Seite vom Spielplatz, auf der großen Spielwiese. Hier sind halt viele verschiedene Möglichkeiten denkbar, von einem Sandkasten oder von einer Hangrutsche, von dem Hügel hinunter. Da sind wir einfach mal gespannt, was ihr uns so für Ideen präsentieren könnt. Genau, es wäre auch möglich, dass hier eine Brücke entsteht, die die Hügel verbinden könnte. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns eure Ideen übermittelt. Am besten sendet ihr uns eine E-Mail an spielplatz@mal.de. Wir haben jetzt die Spielfläche uns angesehen, haben mit den Experten geredet, was dort passieren soll. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick davon bekommen, was jetzt gemacht wird. Geht doch mal auf die Internetseite der Stadt Mal unter der Rubrik Themen, die bewegen, findet ihr noch weitere Infos, was jetzt passiert. Ihr könnt auch immer gerne euch auf der Internetseite des Markimobils umschauen. Dort gibt es auch eine kleine Umfrage zu dem Spielplatz. Und bei Fragen gerne jederzeit eine E-Mail schreiben an das Markimobil oder die Stadt Mal. Vielen Dank, wir sehen uns.